Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angespielt. The Villain ist heute am Start. Ich habe das Intro mal geskippt, da es einfach irgendwann gestartet ist und ich dann keine Lust mehr hatte, da irgendwie zwischendrin aufzunehmen. Das ist ja immer nur Kacke. Also ich habe wieder 650 MB geupdatet. Das ist bei jedem Spiel von Game Devil dummerweise so, dass man erstmal runterlädt das Spiel. Und wenn man startet, dann darf man sich nochmal schön 600-700 MB Update runterziehen. Ein wenig nervig, aber gut. Geschafft, dann haben wir halt das Intro geskippt. Und gucken uns das Spiel einfach mal an. Ich glaube, das hatte ich selber installiert, weil es einfach ein Spiel von Gameville gewesen ist. Divillion Skills werden alle 5 Level entwickelt. Mal gucken. Und ja, ich wollte ja sowieso die ganzen interessanten Spiele von Gameville mal testen. Habe ich jetzt schon gemacht mit Nightslinger, War of Crone und keine Ahnung, was ich sonst noch hatte. So, darf ich das skippen, bitte? Ja, das ist ja ätzend. Okay, so ein... Ja, ich versuch's mal mit der Maus. Mal gucken. Die Höhle des Teufels. Batsch! Naja, ich kann zumindest so angreifen. Ein bisschen mal gucken. Ich habe Skills. Geil. Nächsten Skill. Ich glaube, der zieht sich die Gegner automatisch. Nein. Doch. Ja, wir können auch so. Ach so, hier, das ist ein Attack. Ja, klar, logisch. Logisch, logisch. Und den blauen Skill müssen wir nochmal benutzen gleich. Ich kann diesen Kampf skippen, sozusagen. Ja, ein wenig OP, der Charakter am Anfang. Oh, hier geht's weiter. Der Devillion-Knopf, ich kann die dämonische Kraft freilassen und jetzt habe ich einen Dämon, ja. Bam, 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 bam. Okay, der sucht sich die Gegner automatisch. Sehr gut. Ich weiß nicht, warum er gerade so mega abgeht. Pugnus, der massive Horror. In Divillion-Form kannst du zwischen taktikischen und ultimativen Divillion-Skills wählen. Den ersten Divillion-Skill ist der Taktik-Skill zur rechten Zeit am rechten Ort eingesetzt. Ist dein erster Divillion-Skill stark und auf einen Schlag das Blatt. Überzeug dich selbst. Bin ja eh unbesiegbar anscheinend. BAM! Ich kann hier weg. Tschu! Sollte alle sein, genau. Können wir es mal bitte skippen? Das wäre total cool. Ich hasse es, mit solchen overpowered Charakteren am Anfang rumzulaufen. Du kannst bis zu 50 Verbündete haben. Kyla. Zerstörer. Achso, ist Kylas Devillion-Form. Kriegerhexe und... Mit einer Todessense. Geil. Also entweder sie, Schlitzerin, wobei der Teufel natürlich mega gut aussieht, diese Teufelsform. Oder sie... Das ist einfach eine coole Beschreibung. Wie ein Blitz aus Blut reißt sie selbst die Dunkelheit. Ah, wir nehmen Eila. Wir nehmen Eila. Bestimmt schon in Benutzung. Wer hätte es gedacht? Ich möchte mich nicht über Hive einloggen. So ein extra Account-System. Dann gucken wir mal, wie es ist, wenn wir keine overpowered Charaktere am Anfang besetzen. Bitte warten. Ja.
Weg damit. Der sieht hässlich aus. Möchte nicht vorlesen. Wir werden ja sowieso durchgeführt. Ist also völlig egal. So, wir haben verschiedene Zonen. Malek der Betrüger. Das ist die hässliche Figur von gerade eben. Auf der Facebook-Seite. So, 1-1. Ich gegen Malek der Betrüger. Empfohlene ATK 228, empfohlene Defense 342. Ich weiß nicht, wo ich meine gerade sehe. Auf jeden Fall nicht hier in dieser Übersicht. 4 Energie kostet es uns, das beizutreten. Ah, die Ladezeit ist mal ein bisschen. Oh, guck mal, man kann so Autokampf aktivieren. Macht das mal, ich muss gar nichts machen. Oben links laden sich die Punkte auf. Das sind die Devilen-Punkte wahrscheinlich. Heißt also, wenn die voll sind, können wir uns in den Dämon verwandeln. Und die macht einfach mal alles. Finde ich super toll. Finde ich mal geil, wenn ich Spiele spiele und da einfach alles automatisch passiert. So, jetzt kann ich hier auf den Devil freilassen. Wird dann vermutlich gleich beim Bossgegner passieren, der jetzt gleich kommen wird. Da, genau. Malek! Oh, darf ich die Dämonenkräfte benutzen? Bam, Alter, die Schlitz. Die Schlitzer, die sie da hat. Bam! Na gut. Und nein, sonderlich spannend war das jetzt nicht. Skip! Ich bin ein Skipper diesmal. Wir haben 3 Sterne bekommen. Zeit 50 Sekunden, schnell Abschluss freigeschaltet. Level 2 haben wir erreicht wahrscheinlich. Und erhalten das Gold plus 100. Erster Abschluss. Scheiben des leuchtenden Elementaristen. Gewöhnlich. Und dann nochmal beim nächsten Abschluss wahrscheinlich. Überragend. Scheibe des Bleibens oder Gewöhnlichkeitsgeld der Konzentration. Und beim dritten, beim vierten, keine Ahnung. Nächste Zone. Level up, ich krieg 14 Attack dazu, 21 Defense, 28 HP und 2 Ausdauer. Wir können das anscheinend ausrüsten, plus 242, was auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass das eine Waffe ist. Schaden. Na ja, gut, Feuer besser, Eis, Eis besser. Was ist das? Licht? Erde? Kein Plan. Aber die macht das super alleine. Ich habe 2 HP. Ich verliere immer so ein paar HP. Wieder ein HP verloren. Dafür kann man die Gegner nicht interrupten und so. Die greifen so oder so mal an. Man kann dagegen anscheinend nicht viel tun. Man sieht, die Kombos werden schön geladen. Kommen hier Devillion. Bam, 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 bam. Und da kommen wir schon zum Boss. Nochmal, nee, kann ja gar nicht der Betrüger sein. Siehst du, hast du den Gegner gar nicht angesehen. Er heißt Silake, der Grabhüter. Und das kann ich hier wieder raufdrücken, um zurück zu switchen, in der Tat. Aber wer möchte das dann? Will ja keiner. Der Devil ist ja viel cooler. Level 3 erreicht. Wieder alle 3 Sterne, 44 Sekunden gemacht und Schnellabschluss freigeschaltet. Ja, vielen Dank. Okay. Neue Ausrüstung erhalten. Die müssen wir dann gleich mal anlegen. Die war schlechter gewesen, bin ich der Meinung. Ungenutzte Items können zu blablabla werden. Also jetzt kann man die aufbessern. Warum auch immer ich dieses Item aufbessern sollte. Wenn es doch eh schlechter ist. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Mann, Mann, Mann. So, hier haben wir die verschiedenen Zonen. Für Kapitel 1. Dimension wählen.
135 Level gibt es in Alcania. Weiß zwar nicht, wie ich zu den anderen. Ach, hier hinten noch. Ihr seht da. 132 durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung, ziemlich viele. 15 Kapitel. Kann man leider nicht angucken, die gehen, ne? Und hier kann man halt Sterne sammeln. Unten rechts seht ihr das ja. Hier haben wir 6 Sterne schon. Bei 9, 18 und 27 gibt es Belohnungen. Gewöhnliche Rüstungsverbesserung. Und jetzt euer Material. Bei 18 Sterne gewöhnliche Waffenverbesserung, ein Material. Und bei 27 Sterne Feldzugmodus gibt es eine überragende Waffe mal 1, also einmal. So, wir haben hier Giftsturmgier, Keim der Korruption. Erwerbbare Beute, das wäre alles theoretisch das, was wir erwerben könnten, ne? Über die Mission. Kapitel 1, Belohnung für erneuten Abschluss. 20 von diesen Diamanten gibt es. Wenn wir das fünfmal machen, anscheinend. Das ist jetzt irgendwie nicht so super spannend. Und ich würde es auch nicht selber spielen. Also der Auto, ich finde den Autokampf schon ganz cool. Man muss halt einfach nichts machen. Ist schon ziemlich entspannt. Oh, so ist eh viel cooler. Mit den geilen Klingen. Die 77er Kombo schon Critical plus 5 und Zornschaden plus 54. Das ist Gift. Genau, Giftsturm, Gier, Keim der Korruption. Mich umgehauen, diese Säcke. Level 4, erster Abschluss. Gut. Ja. Das Spiel ist relativ lame, finde ich. Ach, guck mal, das haben wir alles bekommen, ja. Haben wir wohl alles bekommen, diese Items? Primärskills kann man ja auch noch verbessern. Man kann Skillpunkte verteilen. Du schleuderst deine Chakrams vorwärts. Geflügelte Guillotine, Feuernova, Disziplinfluss, Magiersturm und andauernde Buße. Rasanz, senkungsgleicher Skill, Abbringungszeit, verheerender Stoß, Schadensbonuserhöhung, Todesstoßerhöhungsskill, kritischer Schaden und tödlicher Erhöhungsskill, kritische Chance. Wir werden hier einfach mal 4 Punkte reinsetzen. 20% mehr Damage. Premium wird das wahrscheinlich ein Teufelsteine. Gehen wir von aus. Divillion Skills. Sprung, Schmetterkombo, magische Sphäre. Und hier gibt es halt Beschwörer und ultimative auch noch Skills neben Taktik. Transformation. Achso. Missionen. Geheime Quests. Schließe den Feldzug 2-5 ab. Und normale Quests. Schließe alle täglichen Quests ab. Ein Custom Giveaway. Ein Kostüm Giveaway. Hier mal Erfolge. Level 5. Monstermörder und so weiter und so weiter. Und hier gibt es tägliche Quests. 3 Tagesrennen, 2 Arena-Kämpfe, 10 Feldzüge, 2 Raids und so weiter. Herausforderung gibt es erst ab späteren Kapiteln. Gut, meine lieben Freunde. Also das Spiel muss man eigentlich nicht selber spielen. Es wird für einen gespielt. Ja, wer spielen möchte, Divillion in der Videobeschreibung findet die Links zum Spiel. Ich finde es jetzt nicht sonderlich gut, aber das ist ja Ansichtssache.
Gib noch einen täglichen Block Envelope von 20.000 Gold heute. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von angespielt. Bis dahin, ciao.